Da fällt mir noch was ein. Red Pill versus MGTOW und spirituelles Erwachen, wie das miteinander zusammenhängen könnte. Red Pill führt nicht zwangsläufig zu MGTOW. MGTOW ist Men Going Their Own Way, also Männer, die ihren eigenen Weg gehen. Was nicht mit Frauenhass gleichzusetzen ist. Das hat eher mehr mit Selbstermächtigung zu tun. Und jetzt kommen wir, also wir haben hier vier Wörter: Red Pill, MGTOW, Selbstermächtigung, spirituelles Erwachen. Alles eigentlich so ein bisschen, also spirituelles Erwachen ist was ganz anderes, hat aber auch damit was zu tun, wie Männer mit Beziehungen umgehen, wie sie Frauen sehen und so weiter. Grundsätzlich ist es so, und das spreche ich jetzt für mich, umso weiter ich bin, umso mehr merke ich, ich möchte nur aus dieser Herzzentriertheit leben. Und das bedeutet aber auch, also du begibst dich herztechnisch auf so eine Schwingung, dass auch relativ wenig Raum ist für Leute, die nicht auf dieser Schwingung sind. Und das heißt aber nicht, dass du jeden lieben musst und dass du jeden so aufnimmst. Sondern das bedeutet, dass du dich immer mehr, und das ist diese Selbstermächtigung, für dich einstehst, was du von Herzen brauchst. Muji hat mal was sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, was für dich im Herzen richtig ist, kann für den anderen nicht falsch sein. Und das ist so ein Satz, den werde ich nie vergessen, weil das einfach wahnsinnig schön ist. Und ich weiß nicht, wo er den hat, aber wahrscheinlich von Papaji. Und was jetzt halt wichtig ist, ist zwangsläufig führt dich das zu einer Art von Miktor. Also du bist selbstständig, selbstermächtigt, unabhängig, in dir zentriert im Herzen. Erkennst sehr schnell toxische Menschen wie durch toxisches Metaframing. Das heißt, du lässt die nicht in dein Umfeld, weil du willst in deiner energetischen Harmonie so gut wie möglich leben. Und damit strahlst du es ja auch weiter aus, indem du es selber lebst und ziehst andere sozusagen in deinen Bann damit. Und die Beziehungen, die man führt, und jetzt eben zu den Frauen als Mann, müssen darauf basieren. Dann wirst du dich auch wohlfühlen. Alles andere, ob, wenn du sie jetzt mit Geld anziehst oder mit Muskeln oder sonst irgendwas, dann wird das nur von kurzfristiger Dauer sein und wird dich auch nicht komplett erfüllen. Es ist so ein bisschen so, wie du machst dein Herz so groß, dass wenn dann jemand in dein Feld kommt, der zu dir passt, dann wird es quasi dieses Feld geteilt, könnte man sozusagen sagen. Aber hol dir nicht jemanden, der kaputt ist in dein Feld, und du selber auch noch nicht zentriert in dir, dann wird es einfach dich sich nie vollkommen richtig anfühlen. Also du fängst eigentlich bei dir an, sozusagen. Und dieses bei dir selber anfangen ist eine Art von Miktor. Ja, das ist so, du kümmerst dich um dich selber spirituell. Und da kommt dann dieses, das Red Pill ist halt, dass du bestimmte Verhaltensmuster erkennst und ohne sie bewusst auszunutzen, weil du bist ja jetzt in der Herzfrequenz, erkennst du sie aber, um dich selber zu schützen im Sinne, Schutz im Sinne, dass du halt harmonisch durchs Leben gehst. Also du musst ja die Watschen und andere Sachen ja nicht absichtlich abholen. Und umso mehr du dich in diesem Feld begibst, umso mehr wirst du ja auch, Synchronizitäten werden entstehen außerhalb von Zeit und Raum auf der Herzebene, die dir halt entsprechen von der Harmonie her. Und die Miktor beinhaltet auch dieses sich bewusst werden, dass die gesellschaftlichen Formen und Rechtsstaaten sich so verändern, dass wenn du daneben tappen solltest, dass du dann meistens den Kürzeren ziehst. Und das ist eben, das passiert meistens, wenn man sich von vornherein schon falsch ausrichtet. Also wenn du die falsche Person an dich heranziehst. Und du musst natürlich auch vom Libido her, von deinem eigenen Libido, von der Freude, Sexualität wissen, was du eigentlich wirklich willst. Und dadurch kannst du auch in eine Beziehungsform einsteigen, die dir am besten taugt. Bei mir habe ich ja gesagt, ich würde gerne mit mehr als nur einer Frau zusammen sein, vielleicht eben einer lateinamerikanischen Frau. Und dadurch
bin ich eigentlich befreit von von diesen gesellschaftlichen Normen, wo ich unglücklich werden würde mit nur einer Frau, die mir irgendwie in einer hochindustrialisierten Gesellschaft anfangen würde, vielleicht Stress zu machen. Aus verschiedenem Druck, was auch immer, wo der herkommt, ob das biologischer Druck ist oder irreale Wünsche einfach. Das ist halt auch diese Schöne, diese Freiheit aus dem Herzbereich raus und aus dem Abbauen der Ängste durch spirituelles Erwachen, sich viel freier zu bewegen, viel radikaler eigentlich auch im Sinne, dass man einfach das macht, wo man spürt, das ist jetzt einfach das Richtige, ohne zu groß darüber zu denken, was sind die Normen und was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was ist richtig, was ist nicht richtig. Es gibt nichts, was mehr Frust schiebt, als das Ignorieren des eigenen Libidos und der eigenen Freude. Und das ist auch für jeden unterschiedlich. Eckhart Tolle hat relativ niedriges Libido, der hat nicht dieses Thema. Nicht so präsent zumindest. Achte vor anderen, gib viel Acht vor anderen Menschen, lass sie nicht in dein Umfeld beeinflussen, lass sie nicht deinen Libido-Weg beeinflussen. Im Endeffekt, Andrew Tate, obwohl es gibt vieles, mit dem ich übereinstimme, aber sein Lebensstil gefällt mir nicht so. Ich finde auch seine Frauen nicht toll. Aber er lebt diese Form von Selbstermächtigung ganz klar. Aber dafür vernachlässigt viele andere Aspekte. Aber das ist eine Form von Selbstermächtigung, die ich jetzt nicht absolut für gesund halte, aber auch nicht für total ungesund. Viel ungesünder ist es, seinem Libido und seiner Freude gar nicht zu folgen. Also da macht er schon was richtig. Und ich meine, als 10-jähriger Junge hätte sich wahrscheinlich jeder so ein Ferrari oder so ein Bugatti gewünscht oder irgend sowas. Also das sind einfach nur so, ich sag mal, Kinderträume sozusagen. Als Erwachter hast du die gar nicht mehr. Also da hast du keinen Bezug zum Materialismus. Ja, deswegen Vorsicht vor anderen. Geh deinen Libido-Weg. Gilt aber auch für Frauen natürlich. Und gewisserweise auch kompromisslos. Befreiend. Das ist das richtige Wort, würde ich sagen.